Hakuna Matata, Bon Suave und einen wunderschönen guten Reis wünsche ich euch. Hallihallöchen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Und zwar Infovideo betreffend unseres Muchacho Army Cups. Dieses Jahr schon die Nummer 3. Bevor wir loslegen mit den ganzen Infos, ich habe hier einen Zettel vor mir am Start, damit ich nichts verpeile, nichts vergesse und auch nichts falsch erzähle. Da werde ich zwischendurch immer drauf gucken. Zuallererst will ich mich aber bedanken, das Turnier wird organisiert aus der Community. Also, Kuss auf die Nuss. Wirklich richtig fettes Dankeschön an alle, die daran mitarbeiten, mitorganisieren, was auch immer, wie in welcher Art auch immer beteiligt sein werden. Küsschen geht raus an euch, danke für den fetten Aufwand, den ihr euch macht. Und jetzt, Muchachos, legen wir los mit den Infos. Wir starten nämlich direkt mit einer richtig krassen Info. Dieses Jahr wird der Muchacho Army Cup zum allerersten Mal gleichzeitig auf PC und auch auf Konsole stattfinden. Das Ganze wird parallel stattfinden. Wenn ich hier jetzt also irgendwelche Daten oder Uhrzeiten nenne, dann könnt ihr euch schon mal merken, das Ganze gilt für PC und für Konsolen, also für alle Plattformen. Wir legen los. Und zwar wird das Turnier stattfinden am letzten Oktoberwochenende vom 27. bis zum 29.10. Ganz wichtig. Außerdem wird es dieses Jahr eine Entry-Fee geben, also eine Teilnahmegebühr von 25 Euro pro Team. Das werden also, ne, 5er-Teams, 5 Euro pro Nase ungefähr sein. Es sei denn natürlich, ihr seid mehr im Team, 6, 7 Personen oder sowas mit Ersatzspielern. Dann könnt ihr es natürlich alles fair aufteilen, dann verringert sich die Gebühr pro Person natürlich dementsprechend. Die Turnieranmeldung ist ab jetzt geöffnet. Ihr könnt euch also ab jetzt eure Teammates zusammensuchen und euch anmelden. Das Turnier ist außerdem, der Muchacho Army Cup, außerdem ausgelegt auf 512 Teams. Wir haben also Platz für alle, die mitspielen wollen. Gar kein Stress. Wir haben allerdings eine Regel, und zwar Mindestalter 16 Jahre. Das ist Pflicht, da müsst ihr euch bitte dran halten. So, das Turnier wird stattfinden in zwei Phasen. In der ersten Phase bis einschließlich dem Viertelfinale ist das Ganze ein Best of One. Es wird also ein Match geben, der Verlierer fliegt. Der Gewinner siegt. Ab dem Halbfinale dann wird das Ganze Best of 3 sein. Dann zum groben Ablauf erstmal bitte als Info vorweg. Ab dem oder am 8.10. um 17.30 Uhr müssen sich alle Team-Captains auf unsere Muchacho Army Teamspeak einfinden. Link findet ihr in der Beschreibung. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung. Übrigens alle relevanten Links zur OPL-Seite, Team anmelden, Muchacho Army Cup registrieren. Unser Muchacho Army Discord ist auch da am Start. Kommen wir auch noch später zu. Also alle Links, die ihr braucht, findet ihr in der Beschreibung. 8.10. 17.30 Uhr. Alle Team-Captains müssen auf dem Muchacho Army Teamspeak sein zur Besprechung. Am 27.10., also erster Turniertag. Ab 15 Uhr startet Check-ins für die Teams. Bis 18 Uhr. Kurz nach 6 finden dann die ersten Spiele statt. Am 27. drei Spiele. Dann kommt der 28. der Samstag, das ist der zweite Teil des Turniers. Da finden alle anderen Spiele statt, bis zum Halbfinale. Außerdem werden Halbfinale und Finale werden gecastet. Gespielt wird nach den Pro League Regeln, das Regelbuch von der OPL, die findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Außerdem müsst ihr euch MOST runterladen, das ist so ein Anti-Cheat-System. Das müsst ihr auch während der Matches quasi, müssen die Spieler das aktiviert haben, damit dann aufgezeichnet wird und sowas, dass dann alles richtig läuft. Wie auch immer, Informationen dazu, wie ihr das macht, findet ihr im OPL-Regelbuch. Wie gesagt, Link in der Beschreibung oder aber natürlich auf unserem Discord. Da könnt ihr den guten PetCat fragen, der ist mit Rat und Tat für euch am Start. Einfach anschreiben, gar kein Thema. Preise. Jetzt wird's interessant. Die Preise, der Preispool wird noch bekannt gegeben, der offizielle. Der setzt sich zusammen aus den Teilnahmegebühren. Ja, also je mehr Leute teilnehmen, desto mehr wird am Ende auch ausgeschüttet. Es wird möglicherweise auch Pokale geben, aber pscht. Alles, was am Ende nicht irgendwie ausgegeben werden sollte für Preise, Pokale, dies, das, wie auch immer, wird gespendet an wohltätige Organisationen. Dazu gibt es auch noch mehr später, aber erstmal, wie gesagt, Preispool wird bekannt gegeben, sobald wir wissen, wie viele Teams dabei sind. Die Anmeldung findet auf der opl-league.pro statt. Anmeldung ist eine Teamanmeldung. Ihr müsst also ein Team anmelden und mindestens 5 Spieler drin haben, bevor ihr euch zum Match anmelden könnt. Falls ihr kein Team habt oder Mitspieler sucht, könnt ihr auf dem Muchacho Army Discord vorbeikommen. Link in der Beschreibung. Dort wird es einen Looking for Team Channel geben und natürlich auch noch andere Channels bezüglich des Turniers. Gar kein Thema. Einfach da vorbeischauen. Das waren jetzt alle groben Infos dazu. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz zu einem kleinen Q&A mit Fragen, die in den letzten Jahren häufiger gestellt wurden.
damit wir die hier auch direkt mit abreißen können. Während ich das Q&A vorlese, wird im Hintergrund für euch jetzt Clips durchlaufen, die der gute PetCat erstellt hat. Und zwar einmal ein Clip, wie ihr euch mit eurem Team bei der OPL anmeldet und dann noch ein Clip, wie ihr euch dann mit eurem Team für den Muchacho Army Cup anmeldet, wenn das Team dann erstellt wurde auf der OPL. Wird es eine Ranggrenze geben? Also müsst ihr zum Beispiel mindestens Gold sein, um am Turnier teilnehmen zu müssen? Die Antwort ist nein. Wird es nicht geben. Die Brackets außerdem werden zufällig erstellt, also die Matches, die Matchups werden zufällig erstellt. Keine Ranggrenze, nix. Wer muss auf dem Turnier Teamspeak sein? Die Kapitäne müssen auf dem Muchacho Army Teamspeak 3 sein, während des Turniers. Es bleibt euch frei, ein Discord zu nutzen für eure Teamkommunikation, aber die Teamkapitäne müssen während der Matches auf dem Muchacho Army Discord sein, Teamspeak sein, betreffend irgendwelchen Absprachen, wenn das Game crasht, alles mögliche. Wird das Turnier gecastet? Ja, Halbfinale und Finale werden gecastet. Wer hostet die Games? Die Game-Lobbys werden von den Teamkapitänen gehostet. Auch dafür könnt ihr auf dem Teamspeak am Start sein, falls da Probleme geben sollte, falls ihr Fragen habt, wie das funktioniert und was auch immer. Gar kein Thema, kein Stress. Auf dem Teamspeak am Start sein, die Kapitäne natürlich. Da könnt ihr dann nachfragen, falls irgendwas sein sollte. Gar kein Thema. Sind alle Skins erlaubt bei diesem Turnier? Ja, wir haben uns dazu entschieden, bei Muchacho Army Cup 3 alle Skins zuzulassen. Es geht hauptsächlich um den Spaß. Es soll nicht so ein übertrieben hartes, tryharder Schwitzer-Turnier sein. Spaß steht im Vordergrund, deswegen alle Skins sind erlaubt. Last but not least, welcher Map-Pool wird gespielt? Gespielt wird der ganz normale, aktuelle Competitive Map Pool. Da, diese Maps sind da dann drin. So, Muchachos. Q&A ist zu Ende. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie gerne in die Kommentare. Sowohl ich als auch das Team rund um die Muchacho Army Cup werden in den Kommentaren am Start sein und Fragen von euch beantworten. Küsschen geht raus. Ich hoffe natürlich, dass ihr zahlreich mitmacht. Freue mich auch auf die ganzen Consoleros, die dieses Jahr zum ersten Mal mitspielen können. Muchachos, Küsschen geht raus an euch. Viel Spaß bei der Anmeldung, bei der Organisation, beim Turnier finden, beim Team finden. Küsschen, bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye.